Und? Was gibt es? Das wird Ihnen nicht gefallen. Ach, wissen Sie, die Eberlein-Familie ist bekannt für ihre robuste Konstitution. Two-Penny raubt die Bank of England aus. Der Gouverneur der Bank. Ich glaube, ich muss mich hinsetzen. Dafür ist keine Zeit. Der Bastard ist sicher schon längst im Tresorraum. Wie immer Sie da reinkommen, ich will es nicht wissen. Natürlich. Aber wissen Sie denn auch, wie man da reinkommt? Sinn und Zweck der Bank ist der Schutz von Englands Goldreserven. Eine Festung hinter Schloss und Riegel. Es gibt diesen Bankdirektor, Mr. Osborne. Nur er hat freien Zutritt zum Tresorraum. Sie finden ihn nahe des Eingangs. Und, oh ja, ein Mann hat ständig die Tresortür im Auge. Er bewacht sie wie ein Luchs. Wenn er sie sieht, wird er sie verschließen. Der Wachhauptmann, Gus Howard, kennt Two-Penny gut. Er steckt mit drin, ganz sicher. Mr. Fry, bitte, seien Sie diskret. Wir kriegen Two-Penny nur, wenn Sie ihn in Flagranti erwischen. Ziehen Sie keine Show ab, keine Extratouren. Das ist die Bank von England. Sollten Sie auf Probleme stoßen, finden Sie mich im Atrium. In Verkleidung. Two-Penny wird den Tresor nicht verlassen. Schick. Sehr passend für Two-Pennys Gruft. Bald fertig, hoffe ich. Warum kann Two-Penny nicht heimgehen und das den Profis überlassen? Was
Lass uns das mal sehen. Hey, verschwinden Sie! Können Sie sich uns anschließen und die... der Finanzwelt erleben. Entdecken Sie die inneren Zusammenhänge in diesem spannenden Wunder des Galaxens. Sie sollten was aus Ihrem Leben machen. Entdecken Sie die inneren Zusammenhänge in diesem... Ich habe euch doch schon mal gesehen. Warum plaudern wir nicht darum? Du tauschst mich ein. Tun Sie mir nichts. Ich füge mich. Was wollen Sie denn von mir? Mir schwebt eine Privatführung durch den Tresor vor. Bitte hier entlang. Hier werden die Akten gelagert, Sir. Sie werden der Bevölkerung von London keinen Schilling mehr stehlen. Diese Tiere verprassen ihr Erspartes. Wir sind die Experten für Investitionen. Nichts würde erbaut oder verbessert werden, nichts sich aus dem Schlamm erheben, wenn wir nicht die Zukunft formen. Nein, sie erschaffen würden. Sie profitieren mehr, als sie verlieren.
Es ist deren Stadt, nicht ihre. Ohne unsere Investitionen gäbe es gar keine Stadt. Hier, für den Fährmann. Verhaftet sie alle! Wegen Diebstahls am Volk von England! Die Bank of England ist geschlossen. Und zwar bis auf Weiteres. Unsere Währung ist eine Lachnummer. Die Inflation außer Kontrolle. Twopenny, brutal ermordet. Und das Parlament unternimmt nichts. Das Gesetz wird abgelehnt werden, Sir. Die Witzfigur Disraeli ist so gut wie erledigt. Es ist alles arrangiert, bei meiner Ehre. Ihre Ehre hat wenig Gewicht. Was erlauben Sie sich? Die Armen in dieser Stadt litten lange genug. Ich bewilligte heute eine beträchtliche Lohnerhöhung, um der Inflation zu begegnen. Was? Ich würde ganz London versorgen, wenn ich könnte. Während Sie in Ihrem Club sitzen und Versprechen machen, die Ihre feine Ehre nicht bezahlen kann. Das Vermögen Ihrer Familie. Ich frage mich, was Sie bieten würden, um Ihren Namen aus der Zeitung zu halten. Etwa dasselbe, was Disraeli bieten würde? Für Ihren Kopf, schätze ich. Doch seien wir großzügig. Warum sollten wir uns auf eine Sache beschränken, wenn wir alles haben können? Was sagen Sie, Sir? Soll ich kassieren kommen? Genug Zeit verschwendet! In den Hallen des Parlaments muss regiert werden können! Klar? Verstanden? Sie finden selbst hinaus. Werter Mr. Starek, Männer angeheuert, schlagen morgen zu. Disraelis Tod wird das Antikorruptionsgesetz auf Eis legen. Gladstone wird viel umgänglicher sein. Möge der Vater etc. etc. B. Starek hat seine Finger also auch in der Politik. Ich muss in den Sinopian Club und herausfinden, wer B ist. Verhalte dich einmal diplomatisch. Aber das bin ich doch immer. Deine Indiskretion bei der Bank of England hat beinahe zum Kollaps der Währung geführt. Beinahe ist das entscheidende Wort. Apropos Kollaps, was ist mit deinem Schlüssel, der in kein Schlüsselloch passen will? Henry hat ihn und forscht weiter. Ich bin sicher, dass das Gewölbe uns gehört. Beinahe uns gehört, Evie. Beinahe.